Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Und diesmal wollen wir die PS5-Version von Overcooked anzocken. Ich bin mal gespannt. Ich habe Overcooked noch nie gezockt. Ich habe mir, ich glaube, ein Video hatte ich mal kurzzeitig gesehen, wo sie da so ein bisschen an einem Herd irgendwas machen. Aber ich habe damit noch gar keine Berührungspunkte. Oh, Team 17. Team 17 haben gute Sachen gemacht. Ich bin mal gespannt. Also ganz viele schwärmen ja davon, dass es total toll sein soll. Mikrofonlautstärke, okay. Spaßchat-Lautstärke. So, ich habe mal runtergedreht. Kampagne. In zwei packenden Abenteuern. Okay. So, ich kann mir jetzt meinen eigenen Koch auswählen oder was? Ein Drache, aber auch nicht schlecht. Boah, da fällt mir die Auswahl echt schwer. Erstmal Katze. Was ist das? Ein Alien oder was? Kommt mir irgendwie bekannt vor, das Vieh. So. Warum haben die keine... nur schwarz-weiß oder eine graue Katze drin. Obwohl, der ist ja auch nicht schlecht hier. Schlecht. Oh, jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Oh, was haben wir denn hier noch? Der fällt mir aber auch. Ich bin ja eigentlich dunkelblond, aber das ist mir zu blond. Ja, das können wir lassen. Team verwalten. Online spielen. Kann der Wireless-Controller teilen. Okay, wir machen aber mal Kampagne. Overcooked, Overcooked 2. Okay, machen wir Overcooked. Neues Spiel. Klassik, Hilfe. Ja, wir machen mit Hilfe, mit erhöhten Timer. Ich muss erstmal reinkommen. Und dann kann man sich das ja alles immer nochmal angucken. Ich denke mal, dann kriegen wir noch die Köche freischalten, die aus der Story sind.
Okay. Oh je. Yeah. Auch nicht, Handy. Ende der Zeit. Hey, wo, ja, je, wo, ja, je. Hey, wo, ja, je, wo, ja, je. Okay, also schnachen dann. Bereit? Los! Achso, nee. Ha! Die Zeitportal, weil offensichtlich das nicht bereit war. Oh je, ja, doi, oh je, ma. Oh je, wo, ja, je, wo. 1993. Hey, wo, ja, je, wo, ja, je, hey. Okay. Wo, ja, je, wo, ja, je. Also, wir sollen, okay. Wir sollen unsere, viel Glück, unsere Fähigkeiten verfeinern. Denke ich mal, um mehr Rezepte zu können, um
Wenn man online kann man es auch spielen. Also wäre bestimmt cool. Mit zwei Leuten. Also ich und noch einer. So, das geht dann dahin. So. Quatsch, wir holen erstmal das Essen raus mit dem Kopf hier. Was braucht Teller?
bin ich doof? Ach so. Bin ich doof? Muss die Teller auch wieder sauber machen. Also zweite jetzt halt natürlich schneller, dann kann der andere halt schon mal in der Zeit hier unten machen. Weil ich kann mich ja jetzt nur auf ihn Koch konzentrieren.
Hoppala. Wie lange geht denn das da? Vergesst immer hin und her zu wechseln, ey.
Ich mach doch gerade jetzt in der Zeit dasselbe. Musstet ihr nicht immer irgendwann auch mal vorangehen irgendwie? Timer anzeigen, Ergebnis anzeigen. So. 18 Minuten. Trinkgeld 0. Wie viele Punkte soll ich denn überhaupt erreichen? Story-Modus. Koche so viel wie möglich. Oh, gut, dann habe ich das Falsche genommen. Und ich wundere mich, was ich hier 20 Minuten rummehre. So, jetzt haben wir aber einen Zeitablauf. Thank you.
Vorarbeit jetzt. Ne? Einmal haben wir schon fertig. Das wäre jetzt das zweite Mal. Sterne erreicht. Das würde ich sagen, ist gut. Jetzt habe ich zwei Kopf zu fünf. Abwaschbecken. Gut. Ach, und jetzt kommen noch 100 Leute dazwischen.
Achso, nee, ich muss ja hier rein. Ja, machen wir jetzt mal vom Topf runter. Nee, ist falsch, okay. Nee, da sollst du machen. Ich hab die Teller vergessen. Oh, fuck. Komm, das schaffe ich noch. Ja! Ah. Drei Sterne. Jetzt kommen wir zum nächsten. Jetzt kommt Fisch mit bei. Okay. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal. Wir sind bei 43 Minuten für das angezockt. Das reicht erstmal, würde ich sagen.
mit ihm alleine zwei Kirche steuern ist teilweise ein bisschen schwierig. Nicht nur teilweise, sondern komplett. Mit zwei Leuten wäre vielleicht ein Stück cooler, wenn man mit zwei Leuten und dann, das müsste ich mal testen, ich weiß nicht, mal beim nächsten Stream fragen, wer Overcooked hat und wer das mit mir mal spielen würde. Ja, ich würde mich dann jetzt verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Bis und ahoi, bis zum nächsten Mal, sagt euer Rodin.